Hi Leute, alles ist Veränderung, alles verändert sich ständig, alles ist im Fluss in der Welt immer. Sobald was ins Stocken kommt, dann steht's, dann staut sich was auf, dann läuft nichts mehr. In der Natur fließt alles, bewegt sich alles und verändert sich alles ständig. Und wenn man nicht veränderungsfähig bleibt, dann wird man vom Leben zu gezwungen. Und man fängt sich irgendwelche Krankheiten und so weiter ein. Man muss immer veränderungsfähig bleiben. Bruce Lee hat gesagt, be water, my friend. Ja, Wasser ist weich. Das Weiche ist das Zeichen für Lebendigkeit in der Natur. Und man muss immer vom Lebendigen lernen. Du kannst was nicht auseinandernehmen und davon lernen. Du musst alles so, wie es läuft, betrachten. Ein Computer ist äußerst schwer zu verstehen, wenn er nicht läuft. Nur weil wir ihn erfunden haben. Aber wenn du den nicht erfunden hattest, wie willst du den, ohne dass er funktioniert, irgendwie nachvollziehen? Und man muss in der Natur alles Lebendige anschauen, nicht an Toten lernen, an toten Büchern oder was. Man muss aus Erfahrung am Lebendigen lernen und dann versteht man die Dinge auch. Und in der Natur ist alles weich, alles was lebendig ist, was ein Zeichen von Aufblühen, von neuem Leben ist, ist weich. Neue Sprossen, neue Sachen, die sprießen, Pflanzen, die sprießen, sind weich. Das Wasser fließt ganz weich. Alles, was hart und starr ist, was starr ist, stirbt. Wenn du nicht veränderungsfähig bist, wenn du starr bist, dann stirbst du. Alle Äste, die starr sind, die sterben, die brechen einfach beim nächsten Gewitter. Ein Baby, ganz weiche Haut, wie ein Flummi, alles weich. Alles, was starr wird, fängt an zu sterben. Wenn du nicht veränderungsfähig bleibst, dann stirbst du. Und alles im Leben ist Veränderung. Das neue Zeichen von Leben ist immer weich und veränderungsfähig. Und alles, was starr und hart wird, stirbt. Wenn man sich die Bäume anschaut, was starr und hart wird, es stirbt irgendwann. Und so ist es auch mit Menschen eben. Die Babys sind noch ganz weich wie ein Flummi und dann verkalkt der Mensch immer mehr. Die Knochen, das Verhältnis vom Kalk ändert sich, dreht sich komplett um von einem Baby zu einem Menschen, der dann mal stirbt. Deswegen brechen sich die alten Leute die Knochen, völlig verkalkt. Und ja, wer veränderungsfähig bleibt, kommt weiter im Leben. Ja. Veränderung mag vielleicht schwierig sein manchmal, aber sie ist notwendig und ja. Macht's gut, Leute. Peace.